Die Uhr, sie tickt und tickt und tickt. Das Geld ist innerhalb von 4 Monaten zu zahlen. Was? Keinen Tag länger. Hast du denn verstanden, Waldmann? Wie soll ich in 4 Monaten so viel Geld auftreiben? Arsch. Ich bin im Arsch. Mal ganz langsam. Wie kann es sein, dass all meine Wetten ohne Gewinne ausgelaufen sind? Du hast doch gesagt, das sind todsichere Tipps! Einmal gewonnen, einmal verloren. So ist das Leben eben. Also in 4 Monaten. Willst du mich verarschen? Einmal verloren, so ist das Leben. Super. Wie großzügig von dir. 4 Monate. Wie soll ich verdammt nochmal in 4 Monaten so viel Geld auftreiben? Wenn du das Geld nicht erbringst, dann werde ich ja höchstpersönlich ein wunderschönes Loch. Hey, in deinen Schädel. Beruhige dich mal, ja? 4 Monate. Das sind schon 4 Monate. Test mich doch, ich habe schon ganz andere Sachen gedreht. Ja, okay. 4 Monate. Gut. Also in 4 Monaten. Ich bin pünktlich. Natürlich bist du das. Ja, ja. Loch im Schädel. In eine beschissene russische Mafia in die Titte der Stunde wärst du derjenige mit dem Loch im Schädel. Oh, Arschloch! Bist du ja. Jetzt habe ich dich ja gefunden. Ich bin im Arsch. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Jetzt habe ich den Buchmacher am Hals. 50.000 in 4 Monaten. 50.000? 50.000. Bist du mein Sohn? Und wenn ich das nicht bringe, dann kannst du für mich einen Grabstein kaufen. Roy, ich hab's geahnt. Ich will dich anrufen. Ich hab einen Traum. So einen schrecklichen Traum, es war ein Klar. Es war düster, finster, gruselig. Ja, bin ich. Okay. Ich hab's geahnt. Ich wusste, irgendwas Schreckliches ist, was ihr... Okay. Du bist Roy Jones. Ja, klar. Ich bin Roy Jones. Ja, du bist Roy Jones. Ja, ich bin Roy Jones. Ja, du bist Roy Jones. Ja, ich bin Roy Jones. Und? Ja, und? Und? Vielleicht sollten wir einfach ein neues Scheißprojekt machen. Bingo. Bingo. Ja. Okay, du bist Roy Jones. Einer der berühmtesten und bekanntesten Regisseure auf der Welt, ja? Und du warst auf vielen großen Bühnen zu Hause, Roy. Okay, mal davon abgesehen, dass du in den letzten Jahren keine Engagements mehr hattest, ja? Und du müsstest jetzt alles wieder von neu aufbauen. Aber dein Name zieht immer noch. Ja. Aber davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Roy? Was soll mir das in dieser kurzen Zeit so viel Geld bringen? Ja.
neues Projekt, okay? Ich wüsste schon was. Ja, was? Hm? 20. Jubiläum des europäischen Kulturevents. Ja. Ja. Gutes Pflaster, wirklich gutes Pflaster. Aber da wollen Sie wieder sowas wie Shakespeare oder Goethe sehen. Ja. Das heißt dann wohl Faust oder Romeo und Julia. Ja. Ja. Ich hätte an was anderes gedacht. Shakespeare, Sommernachtstraum. Klingelt's? Sommernachtstraum? Sommernachtstraum. Ja. Viele Mitspieler für Kohle. Gut, lass uns den Sommernachtstraum machen. Was brauchen wir? Also, du müsstest ein Casting ausschreiben, ja? Und wir schreiben ein Casting aus. Okay. Und du müsstest deine Adressen aktivieren. Gut, gut, gut. Ja? Ja? Ja. Dann schreiben wir ein Casting aus. Dann schreiben wir ein Casting aus. Und zwar sofort. Ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. In 7 Tagen will ich Sie auf der Bühne sehen. Ja. Ja. Und bitte nur Laiendarsteller. Weil dieses arrogante Pack an Schauspielern, ich kann sie nicht mehr ab. Ach, mit ihrem arroganten Gehabe, ja. Okay. Dann darf ich also nicht mitspielen. Natürlich darfst du mitspielen. Komm her. Ich sehe dich schon. Doch, doch, doch. Ich sehe dich schon in den Schlagzeilen. Roy Jones, zurück auf den Brettern, die die Welt wieder. Gefällt mir gut. Gefällt mir auch. Gefällt mir gut, Schlagzeilen. Komm her. Schon super, dass du da bist. Ja. Ich bin gleich geil. Okay. Lass uns hier abhauen. Ja. Bis später. Bis später. Aus. Und es geht um das Thema
Backen! Backen? Backen. Ich habe noch nie gebacken. Ja, dann lernst du es. Mein Gott, Roy. Das schaffst du schon. Na komm. Also, okay. Ich mache dir einen Papa, was redest du da? Unglück deines Lebens!
Leidest du jetzt auch noch an Alzheimer? Wir kennen uns doch erst seit 6 Wochen. Okay, dann nehmen wir doch gleich den Herrn daneben. Kai. Guten Tag, Herr. Mein Name ist Jens Müller. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Und ich bin froh, dass ich bei Ihnen bin. Ich habe ja auch Ihren Inserat. Also, ich bin ehemaliger Bankbeamter und bin jetzt in Rente und habe nichts zu tun. Meine Frau ist noch berufstätig. Ich habe Ihren Inserat gelesen. Und wenn Sie mich brauchen können, wäre es lecker. Okay, okay. Dann hast du dich schon mal duelliert? Naja, darüber möchte ich nicht diskutieren. Okay. Gut, ich denke gerade an ein Duell. So wie in diesem Film, spielt er das Lied vom Tod? Ist mir bekannt. Gut. Wo dieser Charles Bronson? Charles Bronson und Henry Fonda. Genau. Dieses Duell möchte ich sehen. Das am Schluss? Ja. Okay, dann. Und Horst, du bist gerade noch warm. Ja. Du spielst deinen Gegenspieler, diesen Henry Fonda. Ja. Okay. Dann brauchen wir wohl Musik. Da bin ich bei Klaus und Herbert aus der Hochzeitstorte gesprungen. Oh.
Technik. Ich und Hallo? Boss, wie sieht's aus?
Kann jemand Tango? Okay. Ein Freiwilliger? Ja. Okay. Bist du bereit? Ja. Musik! Jones! Wie?
Wissen Sie was? Lecken Sie mich am Arsch! Was ist denn los? Aha, ja. Ja, was ist passiert? Wer war das und warum? Wir sind nicht dabei. Was? Was? Ich will gar nicht dazu sein. Nein, Sie haben es nicht genommen. Nein. Und warum? Oh, oh nein, Roy. Oh. Bitte, ganz ruhig. Sucht ist eine teuflische Sache. Ich kann ein Lied davon singen. Sie haben uns nicht genommen, weil sie mir nicht mehr vertrauen, diese Wichser! Es ist eine so unglaubliche Unverschämtheit, mich als einen unheilbar Süchtigen hinzustellen. Seit dem Tag, an dem der Buchmacher mich um mein Leben bedroht hat, habe ich nicht mehr gespielt. Ja. Seitdem habe ich nicht mehr gespielt. Ja, aber was machen wir jetzt? Und was ist mit dem Buchmacher? Ja, da kann ich mir praktisch selbst einen Loch in den Schädel ballern. Ich bin erledigt. Die Schwester meiner Mutti, ich nenne sie Tante Trutchen, die ist Eigentümerin eines großen Theaters. Hey. Oh. Soviel ich weiß, managt ihr Sohn alles, aber sie ist die Eigentümerin. Tja, jetzt so schnell kommt die Lösung. Haha. Nee, jetzt habe ich geprobt. Ja, sonst war doch wieder so umsonst, Roy. Roy, bitte. Bitte. Lass uns probieren. Ja, klar. Okay, Horst, dann ruf deine Tante an. Nein, meine Tante kann nicht anrufen. Aber meine Mutti, die ist ganz eng mit ihr. Gut. Horst, dein Hosen soll es offen. Du, Horst, dann ruf deine Mutti an. Mach ja, das. Alles klar, super, bitte. Roy, ja, du müsstest sie auch anrufen, ansprechen. Sie möchte bestimmt erst herkommen, um dich kennenzulernen. Und dann können wir sie verhaben. Meine Mutti ist zwar schon ziemlich alt, aber immer noch abenteuerlustig. Das ist gut. Ja. Ich ruf sie jetzt an. Ja, mach das, war's gut. Und wir proben weiter. Ja, so. Thank you.
meine Mutti ist da. Sie ist draußen im Auto. Super, dann hol deine Mutti. Gut, ich beeile mich. Okay, beeile dich bitte, ja. Meine Mutti Rosa von Schenkendorf. Mutti, darf ich dir unseren berühmten Regisseur Roy Jones vorstellen? Ja, ich kenne sie. Sie sind mir bekannt. Frau von Schenkendorf, es ist mir eine Ehre und eine große Freude, dass Sie uns heute besuchen kommen. Sie müssen aber auch noch meinen Pipimax begrüßen. Mutti, der Pipimax ist doch schon seit 2 Jahren tot. Hast du was getrunken? Kurz, nur eine kleine Piccolo. Und sag ja nie wieder, dass der Pippemax tot ist. Er lebt! Du entschuldigst dich jetzt bitte sofort beim Pippemax. Ja, Mutti. Entschuldige bitte Pippemax. Ja, natürlich lebt der Pippemax so schön wie der Zwitschert. Eine wahre Freude. Das ist wie mein Egon. Ah ja. Mein Mann. Ah, und wo ist der Gemahl? Er wartet im Auto. Mutti! Papi ist doch schon vor 10 Jahren von uns gegangen. Horst! Soll ich noch sagen, dass du nicht lügen sollst? So hab ich dich nicht erzogen. Mein Egon. Mein geliebter Egon. Er wartet im Auto auf mich. Wie immer. Früher trank ich höchstens mal mit Pfefferminz Glück für und ein kleines helles Tuch. Das war doch kein Malheur. Heute geb ich unterm Dutzend Cognacale Ruh und schuld daran, und schuld daran, und schuld daran, und schuld daran bin ich. Theater. Ach, das Theater!
wäre uns eine große Ehre, wenn wir unser wunderbares Stück in diesem Theater aufführen dürfen. Und natürlich wären Sie und Ihr Pipimax unsere Ehrengäste. Und mein Egon? Der ist natürlich auch an Ihrer Seite. Ganz klar. Und Mutti, kannst du da was für uns tun? Natürlich. Ich bin ganz eng mit Gude. Ich bin ja auch die große Schwester. Es ist mir eine große Freude, Frau von Schenkendorf, Sie kennengelernt zu haben. Mir ist natürlich klar, dass wir dieses wunderbare Theater nicht umsonst buchen können. Drum lassen Sie uns doch die Formalitäten bei einem Stück Kuchen, einer Tasse Kaffee mit einem Schuss Cognac besprechen. Oh, das ist aber eine schöne Idee. Das freut mich. Können wir gehen, Herr Schatz? Natürlich, Frau von Schenkendorf, aber Ihr Pipimax. Ach, mein Pipimax, ich muss ihn auch tragen. Es ist mir ein Vergnügen. Weißt du, du musst bestimmt proben, stimmt? Kommen Sie, Frau von Schenkendorf. Ja. Bringen Sie zur Tür. Nicht so schnell. Oh, entschuldigen Sie. Herr Lieber, kommen Sie. Ich will die Schrift. Glaub mir. An Mikkels Grab.
ich du werde. Du werde ich einzig dein. Alle weg? Wollen mit mir spielen? Ah, ich verstehe. Die wollen mit mir spielen. Die wollen mich hier alleine stehen lassen, damit ich Angst bekomme. Ich aber werde auf und ab gehen und Segen hängen. Die Schwalbe, die den Sommer bringt. Ja. Der Spatz, der zeigt sich fein. Ja. Die Lehre, die sich lustig schwingt. Ja. Bis in den Himmel rein. Ja. Recht mich von meinem Blumenbett. Oh, ein Engel. Ich bitte dich, du holder Sterblicher, sing noch einmal. Mein Ohr ist ganz betört von deinem lieblichen Gesang. Und mein Auge sieht deine liebliche Gestalt. Ich will dir schwören, dass ich dich liebe. Mich dünkt, Madame, Sie könnten nicht die Ursache dazu haben. Und doch, um die Wahrheit zu sagen, halten Vernunft und Liebe heutzutage nicht für Gemeinschaft. Du bist so weit, dass du reizend bist. Ich gebe eine Elbe dir zu bedienen. Oh. Selbstsahne! Ja, meine Königin, sei Dienst bei diesem Herrn und hüpft um ihn herum, wo er steht und gaukelt um ihn herum. Sei gegrüßt, sterblichen Süß. Hallo. Komm. Lasst uns hier auf diesem Blumenbette prosten. Deinen glatten Kopf stecke ich dir mit Rosen und küsse dir dein schönes Ohr. Ich hätte aber lieber ein oder zwei Handvoll trockener Erbsen oder Heu. Aber ich bitte euch, lasst keinen von euren Leuten mich stören. Es kommt mir eine Exposition bei Schlaf an. Oh, schlaf nur. Indes mein Arm und mein Kuss wird dich umwinden. Oh, wie ich dich liebe, wie ich dich begehr. Thank you.
seid gegrüßt und nehmt teil an diesem schönen Feste. Was gibt's für Zeitvertreib auf diesem Abend? Was haben wir für Spiele und Tänze? Gegrüßt seid ihr! Das Fürstenkopf seid ihr! So fangt nun an! Der Mann hier ist Pedagus, so welcher wird dies? Und diese Fräulein schön ist Dingbe, glaub es mir. Und diese Wahl, die garstige Wahl, die ihr liebet, entscheidet. Und ich bitte Frauen, dass ihr liebet, entscheiden. Und sogleich den Löwen.
hinwegbewegen tut. Alles, das ich ihr habe gesagt, ich zu melden, dass ich die Frau im Mund bin und sogleich der Löwe. Und jetzt muss ich vertreten.
meine lieben Hochzeitsgäste. Die Mitternacht rief 12. Bald ist Geisterzeit. Zu Bett, geliebte Freunde. Noch 14 Tage lang sollen sich die Festlichkeiten jede Nacht erneuern. Mit Spiel und Lustbarkeit.